Whoa! What? Die haben mich aber ziemlich erschrocken. Hier. Das ging jetzt irgendwie schneller als die manuell schnell. Wieso habe ich den woanders hingelegt? Ich bin ein Idiot. Der muss doch immer in der unteren Inventarleiste bleiben. Eigentlich weiß ich das auch. Damn. Da fehlen mir jetzt drei Blöcke. Gut, und den Rest mache ich eh mit Marble. Dann sollte das soweit passen. So, drei. Gut. Genau, der steht jetzt hier mittig. Denn dieses Konstrukt kennt man jetzt ja schon auch aus meinen Thumbnails. Lässt sich natürlich auch universal anders einsetzen. Nämlich machen wir jetzt hier quasi so ein Marble-Podest für den Ass. Was muss ich jetzt aber anders machen? Glaube ich, wenn ich jetzt hier die Röhre dran setze und jetzt hier den Table drauf, geht das? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Multitool? Mal so sicher, was ist mein Multitool denn? Als ob ich das da unten reingeschmissen habe. Gut, das hat eh schon mal geklappt. Komm her, Multitool. Ich brauche dich so sehr. Habe ich irgendwelche normalen Pipes da, außer goldene? Nee. Na, umwerfend. Gut, solange die eh nicht rausgeholt werden. So, das sollte erstmal reichen. So. Jetzt habe ich aber erstmal hier noch das Problem, dass ich dafür natürlich erstmal wieder Strom brauche und die Laser. Dafür habe ich ja hier die ganzen Laser. Und Pipes. Aber die Pipes sind ja in der anderen Kiste. Und hierfür werde ich tatsächlich auch meine guten Kabel hernehme, also wirklich die Diamond Pipes, weil das Ding frisst richtig Strom. Ach, warte mal, ich habe das Zeug also da drüben, ne? Ich vergesse immer, in welcher Kiste ich was habe. So, dann machen wir jetzt mal Stone Transporter, haben wir E8. Das passt soweit. Das reicht erstmal. Da liege ich jetzt wirklich aber auch mal. Auch mal richtig klassisch unter Tage. Denn das ist. Oh, hoppala, hier muss natürlich dann der. Alter, dieses Tool ist zu schnell. Weil hier muss ja dann auch wirklich der Boden hin. Ich glaube persönlich nicht, dass es sich lohnt, für diesen Boden extra Cover herzustellen.
Jawohl, eigentlich, ich glaube fast, es würde sich sogar lohnen. Das ist das Blöde. Aber nachdem wir das hier noch ganz gut umgehen können, lassen wir das mal. Es sieht irgendwie jetzt aber auch irgendwie leicht blöd aus. Na egal. Nicht wundern, das ist Absicht. So, hier kommen jetzt die ganzen Laser hin. Keine Sorge, dieses System ist erprobt. Das habe ich schon mehrmals so gehabt. Und jetzt macht euch auf was gefasst. Wow. Oh. Und ja, schon wieder durch. Also man sieht hier dann schon, das geht dann schon sehr schnell mit dem Craften hier. Eben durch die Diamond Pipes. So, warte. Wait. Das habe ich jetzt gerade total vergessen, dass man in Bürgschaft sowas ja gar nicht machen darf. Ich muss die Laser nochmal umstrukturieren. Es geht in Ender.io, aber nicht in dem hier. Es ging auch mit dem Mechanismus. Dingen. Aber das werde ich nicht so machen können. Damn, das habe ich jetzt ja voll vergessen. Wo ist der letzte Laser? Da unten ist er. Ich meine, gut, das ging jetzt zwar gut schnell, aber das kann ich so jetzt nicht so ganz akzeptieren, weil das Tonnen an Energieverlust macht. Also was ich auf jeden Fall machen kann, wäre zum Beispiel so eine. Also ich würde es halt ganz gerne symmetrisch haben. Also was auf jeden Fall ginge, wäre der hier, glaube ich. Warte mal. So. Machen wir hier erstmal ein paar Laser hin. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das geht, das weiß ich. Was halt jetzt nicht geht, ist so eine blöde Kreisschaltung. Also was ich machen kann, wäre jetzt zum Beispiel sowas. Das ginge noch einwandfrei. Aber dann kann ich jetzt hier zum Beispiel kann ich die jetzt einfach mal nur so anschließen. Die sind jetzt quasi nur so Deko, ne? Und jetzt schließe ich das hier an. Jetzt werden die nur einmal kurz voll. Und tschüss.
Die haben halt jetzt keinen Strom, aber ich kann halt hier keinen geschlossenen Kreislauf machen. Das ist das Problem dran. Und wenn ich jetzt halt hier irgendwas machen will. Ich wüsste jetzt, ja, ich mache jetzt lieber mal keine Fassaden, weil sonst werden die noch super schnell gecraftet. Das wäre jetzt eher kontraproduktiv. Weil ich aktuell definitiv keine Fassaden mehr brauche, hoffe ich. Kann sich natürlich ganz schnell ändern. So, okay, ich werde definitiv noch Fassaden brauchen. Oh, wie cool, man kann hier sogar noch auf die Diamond Pipes zugreifen. Und ich glaube, die Essensfarm ist tatsächlich gar nicht mal unübertrieben. Und das Ding hat noch keine einzige Kartoffel geerntet bisher. Im Gegensatz zur Baumfarm, die hat schon einen Erfolg teilweise gehabt. Die Baumfarm war schon ertragreich. Sie ist es auch im Moment gerade mal wieder. Ich brauche noch mal zwei Fassaden, bitte. Und Quatsch. Schon sind sie fertig. Das hat was. Also wirklich jetzt. So kann man echt arbeiten. Hä? Ach so, weil ich ja später auf Random geschaltet habe, kommen jetzt die ganzen Lieder nochmal, ne? Zack, zack. Und zu. Immer wieder faszinierend. So, hier drin ist jetzt eigentlich alles soweit fertig. Jetzt kann ich hier von oben mein Saphirglas gleich mal holen. Mann, das wird so ätzend, meine ganze Bude noch auszuleuchten. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es einfach nicht. So. Nehme ich einfach mal ein Stack mit. Es ist eh urgut, dass wir das haben. Ich hoffe jetzt auch ehrlich gesagt, dass allmählich unsere Potato Farm auch Früchte trägt. Denn sonst sitzen wir bald auf dem Trockenen, was Essen betrifft. Ich weiß noch nicht, wie viel Essen wir noch so übrig haben auf Lager. Boah, also und ich muss sagen, dieses Glas ist echt toll. Niemand hätte so recht ein bisschen die Textur geben können, dass man noch doch was durchguckt. Aber an sich hervorragend eigentlich. So. Und hier kommt jetzt das große Überraschung. Machen wir zu. Okay, hier jetzt vielleicht nicht direkt bei der Kiste. Weil die muss ja auch irgendwie noch hinführen, wo man darauf zugreifen kann dann. Machen wir jetzt mal hier so. Kommen wir mal eben ehrlich rein.
Könnte man hier eigentlich eine Entnahmestation für Logistikpipes machen, wobei ich die eigentlich eher auf die andere Seite setzen würde, theoretisch. Oh, der Baum ist mal wieder fällig. So, hier ist der Laserraum. Und gegenüber davon, theoretisch auf die andere Seite, müsste man dann den Enchantment-Raum setzen eigentlich. Dann wäre es nämlich symmetrisch, weil das, der Enchantment-Raum wird auch 5x5. Logischerweise, weil ein Full Enchanter halt 5x5 braucht. Ich glaube, meine erste Kartoffel wurde gerade reif. Ach Mist jetzt. Ah doch, ich komme noch an die Farmen ran. Ach, ich weiß auch. Die Farm wird auch in nächster Zeit überhaupt kein Output liefern, fällt mir gerade auf. Oh Gott, ich muss allmählich immer Sachen abpumpen. Von der Farm. Gut. Ich befürchte fast, das werde ich dann andermal machen. Denn ich muss mich jetzt erstmal mit Logistikpipes etwas auseinandersetzen. Vielleicht wird das auch das erste sein, dass ich das. Nee, das muss ich eigentlich schon lustig machen. Aber das wird dann wieder eine Zusammenschnittfolge werden. Wenn ich hier die Logistikpipes automatisiere. Jetzt als nächstes steht erstmal wieder an. Ich mach wieder Carpenter Saves, glaube ich. Carpenter Safe. Dafür brauchen wir noch zwei Redstone, wenn ich es richtig im Kopf habe. Komm rein. Dankeschön. Redstone unten, Block of Iron in der Mitte und Blöcke rum. Perfekt. Dann haben wir die. Wo haben wir denn die ganzen verschiedenen Pipes drinnen gehabt? Hier ist die Request. Basic Logistic Pipe. Und dann brauchen wir noch die Dingens. Chassis MK2 brauchen wir noch. Zu sehen noch die Sortier-Upgrades. Passt das eh so. Ne, warte. Das machen wir über den Boden. Zack. Hier oben dran. Dann hier die über eine Basic anschließen. Sonst wenn ich hier rangehen müsste ich. Ja, perfekt. Can be inserted, can be extracted. Perfekt. Damit hätten wir hier quasi unsere Logistik-Pipe-Station wieder mal. Die klassische. Das Stromkabel legen wir jetzt hier mal so, warum auch immer das jetzt gerade noch mal so viel Strom fließen hat lassen. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht.
Also, hier muss man dann später nochmal rein, wenn hier noch der Gang für den anderen Krempel ist. So. Das hat sich jetzt irgendwie gerade Creeper-mäßig angehört. So. Damit hätten wir auch schon unsere nächste Logistik-Pipe-Station im Haus und brauchen nur noch das passende Modul für. Toll, oder? Die haben, glaube ich, eh Bricks, ne? Genau. Mal ist hier mal auch. Perfekt, Carbon ist safe. So, hier ist dann die Kartoffelfarm. Und hier ist die andere Farm. Baumfarm. Und jetzt müssen wir was anderes machen hier. Jetzt brauchen wir noch eine Diamond Pipe. Haben wir hier noch irgendwo normale Diamond Pipes? Wahrscheinlich nicht, so wie das hier gerade aussieht. Blöd. Hier sind nur normale Strompipes. Hier ist nichts. Ich schalte die mal bitte aus. Ich habe die ganze Zeit nur Energie gefressen, die Dinger. Trotzdem hat sich meine Ding hier aufgeladen. Respekt dafür. Und andere Sache, die mich noch interessieren würde. Ja. Wir kommen erstmal über die Runden. Weil mit dem Uran, das wir hier theoretisch eh noch vorrätig haben, haben wir nochmal 400, also haben wir nochmal, ja, 7 Stacks Reaktortreibstoff. Kann man ja auch dafür fahren. Ansonsten, weil sie ja immer wieder die Quarry laufen lassen und dann haben wir auf jeden Fall immer genug Ressourcen. Vielleicht werde ich auch mal mehrere Quarries auf einmal anschließen. Also 4 Stück an das Solarpanel. Viel mehr geht, glaube ich, dann gar nicht mehr. Ich wollte mal eine Diamond Pipe machen, tatsächlich. So. Denn ich weiß nicht, bei der Baumfarm will ich die jetzt eigentlich nicht. Also die Baumfarm, das Abpumpen an sich werde ich glaube ich noch manuell machen. Dann aussortieren und dann in die Logistik-Pipe-Input-Chest holen quasi. Also dann habe ich das safe. Oh, da muss ich aber noch inserted alone. Gut, das kriege ich glaube ich hin. Wo ich da meine Lever hin? Ach, hier sind die Lever. Kobbel da. Ach, was heißt noch da haben? Natürlich habe ich hier noch jede Menge Kobbel da. Hier zum Beispiel. Ich frage jetzt nur, was schmeiße ich denn für den weg? Muss für den gar nichts wegschmeißen. Ich brauche nämlich das hier. Ich habe nämlich meine Wrench gar nicht dabei. Deswegen muss das jetzt so gehen. So, Kobbel ist jetzt eingesammelt. Hier unten ist noch Holz. Muss jetzt auch wieder mit.
Jo, gut. Can be inserted und extracted. Das ist genau das, was wir brauchen. Was ist denn jetzt schon wieder Neues an Blöcken hinzugekommen? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt hier ganz gerne rein. Ich muss dann hier noch unbedingt dran denken. Für Logistikpipes so ein bisschen anders zu machen. Mit dem Fertilizer. Wow! What? Die haben mich jetzt aber ziemlich erschrocken. Also auf Deutsch, ich muss jetzt hier rein. So. Oh, die kommen ja schon, die Holz. So, das sollte jetzt erstmal schon mal gehen. Wow. Natürlich habe ich auch dran gedacht, dass ich hier irgendwann wieder dahinter muss, ne? Merke, man legt sich immer einen Wartungsgang an. Naja, gut. In meinem Fall irgendwie vergessen. Machen wir jetzt erstmal hier so. Das Zeug wird hier eh automatisch aussortiert, ne? Wo kann denn hier immer wieder das Holz? LOL. Das ist interessant. Dead Ends sind für Logistikpipes ein ziemlich großes Problem anscheinend. Oh, ich habe auch irgendwie gerade vergessen. Die Sortieranlage für die Setzlinge einzurichten. Denn wenn die Setzlinge voll sind, werden die auch hier aussortiert. Und einfach ausgeputtet. Was wiederum zu einem Problem wird. Gut. Das muss ich jetzt zusätzlich mit dem Fertilizer noch automatisieren. Ansonsten läuft.
Gut, das läuft sowieso hier. Tin kann auch mal rein. So. Als nächstes brauche ich einen Ofen.